Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Auf der Welt spitzen sich ein paar Konflikte zu. Die Deutschen gehen gegen Kabul vor. Und wir haben gehört, die Inder planen einen Angriff gegen Amerika. Wobei ich das noch nicht so richtig glaube. Ich weiß nicht, wie sie das machen wollen. Aber unsere Situation scheint stabil zu sein. Also wir hatten zwar ein paar Denunziationen hier. Ja, aber ich glaube noch nicht so richtig dran. Naja, höchstens die Skythen, aber wir haben jetzt hier Verstärkung rangeholt. Also wir können uns inzwischen, glaube ich, ganz gut verteidigen, auch mit der Flotte hier. Mal schauen, wie positionieren wir die Einheiten? Ich denke, wir werden... Ja, eine bleibt in der Stadt. Wir könnten die Fernkampfeinheit in die Stadt positionieren. Ah, es ist, glaube ich, wie gesprungen. Aber wir machen das mal. Wir schicken dich mal dorthin. Dann den Rotrock hierhin. Und die Feldkanone kommt nach Panama. Falls jetzt andere Städte bedroht werden, können wir sie von Panama aus einigermaßen leicht verlegen nach New York oder ähnliches. Und ich denke, nee, warte mal, können wir hier aufrüsten? Wir können, nee, auch die Rotröcke noch nicht aufrüsten, die Panzerschiffe ebenfalls nicht. Also hier ist eigentlich alles ziemlich modernisiert. Wir haben hier die englische Infanterie, die auch sehr stark ist. Also hier brauchen wir gar keine große Aufrüstung machen. Was hier in St. Johnson wäre, ist vielleicht mal angesagt, 880 Gold. Ja, ich denke, aber das machen wir. Jawohl. So, aber alles in Maßen. Wir wollen es nicht übertreiben. Ich denke, eine Sache können wir noch tun. Haben wir irgendwo noch eine Seeverbesserung? Wir könnten die Fregatten aufrüsten. Das kostet uns 700 zu Kriegsschiffen. Ich denke, das machen wir. Gut. Jetzt haben wir eine schöne Kriegsschiffflotte. Den Rest behalten wir jetzt noch als kleines Sicherheitspolster. Ach so, es gab noch den Wunsch, dass wir hier möglicherweise diesen Lückenschluss erkaufen. Aber im Moment sind die Inder noch nicht nah dran. Die könnten noch dieses Seefeld bekommen. Ich glaube nicht, dass sie das bald schaffen werden. Wie ist denn das hier? Welches Geländefeld? Das wird als nächstes. Naja. Okay, lassen wir es. Wir gehen in die nächste Runde. Und langsam, aber sicher dürfte es mit dem Siedler dann soweit sein, den wir dort in den hohen Norden schicken wollen zu unseren Freunden, den Spaniern. So, das ist ein Arbeiter, der hier was getan hat von den Indern. Amerika, Indien, Aztekenland denunzieren die Deutschen wegen ihrer bösen Taten. Kann man auch ein bisschen verstehen. Die Skythen fahren hier weiter auf und ab. Eingebaut. Spanien beginnt eine Militäroffensive gegen Stockholm. Okay. Und wir sind inspiriert worden, weil wir Flugwesen erforscht haben für Massenmedien. Eine Welt ohne Radio ist eine taube Welt. Ja, kurz und knackig. Sendezentrum ist erstmal zu bauen. Das ist ein Kulturgebäude. Bringt 4 Kultur. Und Platz für Musikwerke und große Künstlerpunkte. Aber ja, Kultur ist nicht so richtig unser Thema, da muss man sagen. Wir können Seebäder bauen. Oh, Tourismus in Höhe der Anziehungskraft des jeweiligen Geländefeldes. Kann nur auf Küsten, Wüsten, Küstenwüsten, Küstenebenen oder Küstengrasland-Geländefeldern gebaut werden. Mindestanziehungskraft atemberaubend. Interessant. Und vor allem Aluminium als Ressource ist frei. Jetzt habe ich irgendwie vergessen, haben wir aus irgendwelchen Gründen schon vorher Aluminium gehabt? Nee. Warum haben wir eigentlich... Ach nee, ich dachte, wir hätten null Kohle, ist Quatsch. Aber es sieht so aus, als hätten wir kein Aluminium, kann das sein? Ist das zu fassen? Das kann doch nicht wahr sein. Also wenn das so sein sollte, dann haben wir möglicherweise ein Problem. Dann sind wir abhängig. Das wollen wir nicht. Hier! Ha, ich fasse es nicht. Hier in der Wüste, da ist das Aluminium. Es ist nicht in Kaufreichweite, glaube ich, oder? Nee, ist es nicht von Bristol aus. Aber es
dehnt sich immerhin dort aus. Also wir können es nicht kaufen, aber Bristol dehnt sich von selbst schon in die Richtung aus, was ganz praktisch ist. Okay, das könnten wir kaufen. Naja, also in 27 Runden hätten wir. Das jetzt stellt sich die Frage, gibt es möglicherweise noch irgendwo anders? Aluminium, es ist alles ein bisschen viel hier. Von den Symbolen her, aber es scheint so zu sein, als ob hier in der Nähe nichts ist. Ist hier was aufgetaucht? In der Nähe von Kabul auch nicht. Dann gucken wir mal hier auf Long Island. Also im Norden schon mal nicht. Toronto hat leider auch nichts. Hier ist auch nichts. Kann das sein, dass das so rar gesät ist? Ist ja unfassbar. Jetzt kommen hier weitere skythische Siedler an. Naja, okay. Dann, ach, schaut mal, hier ist noch was, Aluminium. Ja, ich muss ein bisschen mehr auf die roten Sachen. Hier, oh Gott, die Deutschen haben das Aluminium-Monopol gewissermaßen. Viermal, das ist ja heftig. Naja, dann müssen wir einfach warten. 27 Runden, dann haben wir es auch. Das ist natürlich gerade für die technologisch interessanteren Einheiten von Bedeutung. Okay. Es ist, wie es ist. Wir müssen eine neue Forschung wählen. Wir müssen aufhören, hier rumzujammern. Wir öffnen mal den Technologiebaum und gehen mal dahin, wo wir in etwa sind. Können wir hinspringen? Ja. So, wir hinken noch ein bisschen hinterher mit Verbrennungsmotoren. Das ermöglicht uns den Panzer und Ölquelle, die wir schon kennen, und eine weitere Fortbewegung. Wobei das für uns jetzt gar nicht mehr so entscheidend ist, die Fortbewegung. Maschinengewehr, Luftabwehrgeschütz, Raketentechnik, Raketensilo ist jetzt schon in Reichweite und ein Raumhafen. Uiuiui. Fortgeschrittene Luftfahrt wäre natürlich auch eine Sache, wenn wir jetzt anfangen, das zu bauen. Oder mit der Computertechnologie einen neuen Spion. Ich bin ein bisschen unentschlossen. Ich hatte mich noch nicht entschieden. Wir haben ja nur eine Kavallerie, da lohnt sich der Panzer nicht wirklich. Ich glaube, am ehesten wird es uns einen Schub geben, wenn wir hier unsere Fernkampfeinheiten, von denen wir aber auch nicht so viel haben, ich glaube nur zwei, ausbauen oder fortgeschrittene Luftfahrt. Ich bin unentschlossen. Aber ich glaube, wir machen mal fortgeschrittene Luftfahrt. Dann können wir nämlich gleich die richtigen Flugzeuge bauen und nicht mit diesen Anfangsdingern beginnen, die wir dann eh gleich wieder upgraden müssen. So, der Siedler ist abgeschlossen in Lancaster. Wie machen wir hier weiter? Mit einer Fabrik oder mit einer Börse? Das ist die große Frage. Ich tendiere im Moment zur Fabrik. Oder, nee, wir werden hier nochmal auch einen Händler noch anschließen. Das wollen wir jetzt erstmal ausreizen weiter. So, und hier ist der Flugplatz tatsächlich abgeschlossen. Jetzt hatte ich schon erzählt, wir brauchen... Doch, wir können als nächstes den Hangar bauen. Dann kommt das ganz, ganz gut hin. Und dann haben wir die fortgeschrittene Luftfahrt. Ich denke, das ist ganz gut. Bauen wir den Hangar hier hin. Gut, weiter. Jonesport beginnt, glaube ich, jetzt mit der Schiffswerft. Um jetzt hier noch einen dritten Hochseebetrieb zu bauen. Ihr geht einfach in Bereitschaft. Das ist gut. Ihr auch. Bestens. Ihr auch. Boah, das ist eine ganz gute Einheit, die wir hier positioniert haben. Also jetzt sind wir wirklich echt gewappnet hier. Ihr geht auch in Bereitschaft. Und ihr, ja, erledigt jetzt hier nochmal den Rest. Ein bisschen Gold. Wahrscheinlich durch irgendwelche Entführungen von armen Engländern. Erschlichen dieses Gold. Die Einheiten kehren zurück. Alles gut. So, der Siedler macht sich auf den Weg. Und ich denke, wir werden, ja, wir werden ihn natürlich hierhin bringen, wo er am Fluss ist. Auch wenn das ein bisschen weiter weg ist von den Krabben. Ach, wir bringen ihn noch weiter nördlich, oder? Hier vielleicht? Wobei, dann sind wir gar nicht mehr im Bereich der Krabben. Ich weiß nicht so recht. Hier ist halt sehr nah an der Grenze. Wobei, so richtig ausdehnen wird sich das eh nicht. Wisst ihr was? Ich gucke nochmal einmal ganz kurz, ob es irgendwo noch einen grünen Fleck gibt, wo wir in Reichweite von Aluminium sind, den wir bisher übersehen haben. Dann
könnte man das ja nochmal überdenken. Hier, nee, hier ist auch kein Alu. Da oben auch nicht. Nee, nee, die Sache hat sich erledigt. Okay, dann bleiben wir natürlich bei dem Parlamentsbeschluss. Halt, hier war das ja. Und schicken ihn erstmal hier hin. Die Details klären wir später. Dauert ja auch noch ein bisschen, ehe er da ist. Das Ding wird eh nicht viel wachsen. So, jetzt haben wir aber Quellen finden aktiviert. Jetzt sollten wir hier besonders gut sein. Und wir versuchen es nochmal mit dem Technikbonus, oder? Ja, wir versuchen es nochmal. 74%, das muss doch machbar sein. Komm. Okay. In Newcastle sind mehr Annehmlichkeiten nötig. Ist das ein Thema, um das wir uns wieder scheren müssen? Ich hatte echt erwartet, wir sind da eigentlich erstmal für längere Zeit mit durch, aber offenbar dürfen wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Ja, mal dank unseres Spions mal einen kleinen Blick hier auf das Hauptgebiet hier der Azteken. Die Deutschen haben ja auch schon eine recht mächtige Flotte und haben noch wieder irgendwo eine neue Siedlung gebaut. Hm, Berlin. Also am Anfang waren sie extrem zaghaft, hatte ich das Gefühl, die Deutschen. Hier oben haben sie jetzt Berlin hingebaut. Das war die Position, die auch immer wieder bei uns mal zur Debatte stand. Da sind jetzt die Deutschen hin. Haben jetzt hier auch eine Stadt an diesem Meer. Im Übrigen, da fällt mir auf, wir haben dieses Meer noch gar nicht benannt. Das sollten wir nochmal tun. Ich würde sagen, das sind sogar zwei Meere. Dieses hier und dieses hier. Aber das machen wir dann erst am Ende. Ich erwähne es schon mal, damit ich selbst nicht vergesse. So, du warst auf dem Weg nach London. Das bleibt auch so. Hier geht es um Produktion und York braucht das dringend. Bristol, das geht einfach wieder in Bereitschaft. Das ist alles gut. Und dann sind wir schon am Ende wieder angelangt. Achso, ich wollte hier nochmal bei den Berichten reingucken eigentlich. Kann ich das eigentlich auch... Ja, kann ich auch währenddessen machen. Wir sind noch zumindest zufrieden und glücklich. Okay, aber wir müssen es wieder ein bisschen im Blick haben. Er will uns ein bisschen was geben, wie es aussieht. Offene Grenzen und Geld. Aber wir interessieren uns eigentlich nicht für offene Grenzen. Deswegen fragen wir hier mal wieder an. 5. Nimmt an. Wow, okay. Gehen wir ein bisschen höher. Nicht. Naja, 5 scheint zu sein. Aber ich denke, wir werden das Geschäft machen, oder? Oder möglicherweise hat er was für uns. Nee, er hat keinen Überschuss. Dann bringt das nichts, ihn zu fragen. Aluminium hat er auch nicht. Den Schädel des heiligen Aubert hat er zu bieten. Ah, schade. Ich dachte, er würde das machen. Okay, Leute, jetzt müssen wir es kurz nochmal einstellen. So, jetzt aber. Okay, er ist zufrieden. Immerhin die Inderborne Militärakademie. Diese skythische Flotte patrouilliert da immer hin und her. Sehr merkwürdig. Regierungen brauchen Feinde, um Menschen zusammenzubringen. Wenn sie keinen echten Feind haben, erfinden sie einen, um uns zu mobilisieren. So, die Mobilisierung ist entwickelt worden. So, und jetzt gibt's was Neues. Erstens könnten wir Massenaushebung, Unterhaltskosten für Einheiten werden um 2 Gold pro Runde und Einheit reduziert. Das ist natürlich eine Menge. Müssen wir uns mal gucken, ob wir das machen wollen. Wir können Verteidigungsbündnisse schließen. Das ist allerdings etwas, was wir diskutieren müssen. Das würde ich nicht ohne euch machen. Wir können einen Expansionskrieg erklären. Ja, okay. Und ermögliche die Entstehung von Verteidigungsbündnissen sowie die Bildung 3 identische Einheiten zu einer Armee oder Armada. Ja, alles klar. Und wir gucken mal unsere Politiken durch. Also, beginnen wir mal mit dem Militär. Annehmlichkeiten für Städte mit Garnisonseinheiten. Das, ehrlich gesagt, möchte ich behalten, weil wir knapp sind bei Annehmlichkeiten. Wir haben es gesehen. Wir haben aber hier eine freie Politik, die wir besetzen können. Wir könnten das mit der Massenaushebung machen. Wir könnten Militärforschung machen. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ich gucke mal ganz kurz durch. Alles andere ist, glaube ich, jetzt nicht so interessant. Diese beiden Sachen, die
sind vielleicht nicht schlecht. Gucken wir uns bei der Wirtschaft an. Wir haben den Dreieckshandel, der muss unbedingt bleiben. Und plus zwei Wohnraum in allen Städten, das ist auch wichtig. Eigentlich können wir das nicht verändern. Das hilft uns hier extrem. Charismatische Anführer. Das ist auf jeden Fall auch im Moment die beste Wahl. Freie Marktwirtschaft ist, glaube ich, auch das Beste. Dann entweder Gold oder mehr. Ja, wir haben nicht viele. Wir haben nur, ich glaube, einen Seehafen im Moment und höchstens zwei Akademien. Also das bringt nicht wirklich was. Ich denke, wir nehmen hier die Massenaushebung, die Unterhaltskosten. Mal gucken, was das bedeutet. Plus 260 sind wir jetzt. Oh, wir haben übrigens als Handelsrepublik jetzt schon 15% Rabatt auf Goldkäufe angesammelt. Sehr schön. So, das steht. Von 260 auf 314. 54 plus. Das hat sich aber wirklich gelohnt, Leute. Was ist die nächste Ausrichtung, die wir wählen? Theologie haben wir alles ausgelassen. Verbrannte Erde haben wir auch ausgelassen. Ja, das ist auch gut so. Wir machen hier weiter. Entweder Massenmedien oder Naturschutz. Das bringt uns drei Gesandte. Die Frage... Tja, Broadway, Christo Redentor, Propaganda. Sind das unsere Themen? Tourismusproduktion durch Reliquien. Seebäder. Ich weiß nicht. Broadway... Ein kostenloser, zufälliger Ausrichtungsbonus. Eine strategische Ressource ermöglicht euch Produktion und Kauf von Einheiten, die sie benötigen. Da weiß ich jetzt auf Anhieb gar nicht, wie das gemeint ist. Okay, Naturforscher müssen wir mit Glauben kaufen. Wir haben allerdings einiges an Glauben angesammelt. Das könnte man für den Naturschutz verwenden. Aber allerdings, ich bin so ein bisschen gespalten. Wir haben ja diesen, wir haben durch das Funkwesen diesen Bonus. Deswegen würde ich jetzt mal aus rollenspielerischen Gründen Massenmedien wählen. Wie wir mit Naturschutz umgehen, müssen wir nochmal besprechen. Beziehungsweise auch das kann man vielleicht im Parlament diskutieren. Da will ich jetzt nicht vorgreifen. So, Bristol hat den nächsten Händler. Wir können aber noch weiter Händler bauen. Und wisst ihr was? Ich ziehe das jetzt durch. Ich will endlich die Händler voll haben. Nee, geht nicht. Wir haben keine Kapazität mehr. Sehr gut. Ja, das erleichtert mich. Was machen wir in Bristol? Börse? Forschungslabor? Ich glaube, wir dürfen da nicht hinterherhinken hinter den Sheffieldern, den Hochnäsigen. Deswegen baut Bristol jetzt auch ein Forschungslabor. So, und hier ist der nächste Handelsweg. Auch hier werden wir wieder Geld machen wollen. Valencia zur Abwechslung, denke ich mal, auf nach Aachen. So. Gut. Was habe ich hier verpasst? Casus Belli gegen Gandhi. Hätten wir einen Kriegsgrund? Ein Expansionskriegsgrund? Vermutlich wegen dieser, wegen Madurai oder so. Indien hat Urbanisierung abgeschlossen. Deutschland baut ein Hangar, da sind wir auch gerade dabei. Oh, in Oxford dauert es echt noch 9 Runden bis zum Archäologen. Das dauert und dauert. So. Oh, jetzt haben wir aber echt langsam ein Annehmlichkeitsproblem. Ich glaube, wir müssten mal irgendwo was für unsere Unterhaltung wieder tun. So geht das hier nicht weiter. Und wir sind nicht mehr Suzerän von Toronto. Das ist aber wirklich schade. Wer denn? Keiner? Doch, Tomyris. Die Skythen, die breiten sich hier echt massiv aus. Auf Long Island. Eingebung für Reformkirche, das nützt uns auch nichts. Alles rot hier. Kein guter Punkt. Kein guter Punkt. Möglicherweise sollten wir doch vielleicht nochmal ein Geschäft machen. Ich weiß, das wurde viel kritisiert, aber es ist halt manchmal so. Manchmal muss man eben diese Abkommen aushandeln, auch wenn sie einem mehr kosten, als sie bringen. Jade und Salz. Könnte auch sein, dass das ausgelaufen ist. Jade und Reis und Salz. Wir bieten ihnen mal hier mal wieder an Kaffee. Marmor. So. Und noch Kakao. Mal gucken, was sie uns jetzt... 76 für 30 Runden, ja? Ich weiß, das ist kein gutes Geschäft, aber wir brauchen es, Leute. Wir brauchen es. Und wir haben... 300 noch was.
Ich mache es. Ich weiß, das sehen viele, viele oder einige nicht gern, aber ich halte es für vernünftig, das zu tun. Wir haben die Kohle und wir brauchen die Annehmlichkeit. Was mir gerade einfällt, wir haben ja auch den Siedler da jetzt hochgeschickt. Wir sollten vielleicht auch noch eine kleine Begleitung damit schicken. Da könnte man zum Beispiel dieses U-Boot, was hier eigentlich relativ sinnlos vor London liegt, denn wir haben ja hier unsere Kriegsschiffflotte. Das werden wir mal hier oben stationieren, wo das steht. Und das bringen wir jetzt hier zu unserer neuen Ölstadt. Aber die Frage ist, da kommt... Ach Gott, wir kommen da gar nicht hin. Wir kommen da gar nicht hin. Wir brauchen eigentlich, brauchen wir offene Grenzen mit den Spaniern, sehe ich gerade. Um die Ölstadt vernünftig irgendwie schützen zu können. Ich meine, wir sind da befreundet. Lasst uns vielleicht mal dieses Abkommen aushandeln. Offene Grenzen. Was wäre nötig? 10 Gold für 30 Runden? Das ist okay. Können wir dir vielleicht auch noch was anbieten? Vielleicht... Ja, da ist er einverstanden. Wunderbar. Dann gibt es noch irgendwas Nettes. Oh Gott. Dieser Kulturbolzen. Das ist unfassbar. Was könntest du uns noch geben? Gold pro Runde, würde ich sagen. Ne? 7 einzelne Goldstücke. Naja, oh Gott, okay. Ach komm, dann machen wir das mal ohne und er freut sich dafür. Gut. Er segnet uns und wir haben einen Meereszugang zu unserem entstehenden Siedlungsplatz, wenn der wüsste, was wir hier vorhaben. Na gut, Leute. Also, so viel dazu erstmal. Wie sieht's aus? Herrscht jetzt hier eigentlich Krieg? Nee, ich wollte beim Inder gucken, aber der kann da keinen Krieg erklären. Nee, das blieb bei dieser komischen Absichtserklärung. Hier hat sich also nichts weiter getan. Wir haben wieder ordentlich Gold, 2744. Ich werde jetzt mal wieder Ausschau halten. Das nächste Mal nach Modernisierung. Das ist sicher noch ein bisschen möglich. Bis dann, macht's gut. Euer Steinballen.